Moinsen Leute, da bin ich wieder zurück. Ich weiß, das hat länger gedauert, aber ich hatte wirklich keine Zeit. Deswegen hoffentlich schaffe ich das jetzt diesmal ein bisschen länger durchzuziehen, sage ich mal. Und was ich aber hauptsächlich vorhab, ist, abgesehen davon, dass ich jetzt ein anderes Mikrofon habe, ihr merkt es vielleicht, ihr werdet auch wahrscheinlich ganz viele Tastenschläge und Mausklicke von mir hören. Das ist ja die Scheiße, ich brauche ein neues Mikrofon. Also abgesehen davon werde ich jetzt demnächst mit Freunden ein anderes Let's Play machen, und zwar zu einem anderen Spiel, nicht Cossack, sondern Stronghold. Vielleicht sagt es euch was, bestimmt einigen, vor allem Stronghold 3, für die, die das ältere nicht kennen. Aber ich habe jetzt nicht vor, ein Let's Play zu einem neueren Stronghold zu machen, sondern zu den ganz alten klassischen Teilen, die mindestens genauso viel Spaß machen wie Cossacks und die etwa im Großen und Ganzen gleich alt sind. Das ist ein Burg-Simulationsspiel, ist ein Strategiespiel, aber auch eins, was man wirklich gut spielen kann und auch online und alles. Auch wenn durch Zusatzprogramme online spielen, weil es so nicht geht. Ansonsten, hoffentlich habt ihr jetzt viel Spaß beim Let's Play und viel Spaß dabei. Das hier, ja, das ist jetzt ganz schlecht hier für mich, also nicht mein Fall, aber ich versuch's trotzdem mal. Das Marquis, also der drittstärkste Rang. Also, ja. Keine Friedenszeit, Kanonen auch noch Standard, Ballonoption Standard, das bedeutet, ich sehe keine Map am Anfang. Startoption, ganz wenig Bauern, also standardmäßig. Keine Friedenszeit und auch noch magere Ressourcen, Mineralien, der wird mich sowas von fertig machen. Aber ich mach's trotzdem mal. Ich nehme einfach auch Preußen, wahrscheinlich sieht er darin Vorteil, wenn er das öfters spielen sollte. Tut er wahrscheinlich auch. Ja, ich hoffe, der beginnt jetzt einfach mal. Ich gehe davon aus, ich verliere, jetzt mal ehrlich. Aber mal schauen. Der kennt sich wahrscheinlich hier besser aus. Ja, good luck. Okay. Ist auch nicht ganz schnell. Habe ich mir auch gedacht. Sofort Sammelpunkte auf die Steine setzen, nachdem man die Bauern mit der Steuerungstaste auf Schleife produziert hat. Viele haben sich gefragt in den Kommentaren, wie ich die Schleife mache. Steuerung einfach drücken, einfach nur Steuerung. Jetzt muss ich ganz viel Holz sammeln, damit ich mir den Markt hole und mit diesem auch alles andere kaufen kann. Zinsen kaufen und verkaufen. So. Seht ihr schon seine Punkte? Er hat schon mal ein Gebäude mehr als ich. Das ist entweder der Markt oder die Schmiede oder sowas. Steuerung P, da nehme ich alle untätigen Bauern. Das ist einer, der hier. So, schnell eine Kaserne. Und Gold besetzen, eine Goldmine. Ganz wichtig. Am besten hier noch die. Steuerung P schon wieder. Und jetzt hier schön. Wobei, Nahrung ist jetzt nicht notwendig. Jetzt ist viel wichtiger, Ressourcen zu sammeln. Nahrung kaufe ich mir. Ohne Nahrung produzieren sich keine Bauern und Soldaten, die auf Nahrung basieren. Und ich habe auch noch so eine scheiß Position auf der Map. Ihr könnt jetzt von allen Seiten kommen. Wenn ich jetzt in der Ecke wäre, brauchte ich nur auf eine Seite achten. Oder auf zwei. So. Ich brauche jetzt unbedingt ein zweites Rathaus. 2000 Gold und Stein. 2000 Holz und Stein. So, Moment. Verdammt, ich muss mir Nahrung kaufen. Unbedingt. So. Oh, das wird schlecht. Einmal hier um die Map zu erkunden.
Seht ihr mal seine Punkte? Okay, so viel besser ist er jetzt auch nicht. Einfach alles verkaufen. Goldstein wechseln mal schnell. Oh, Eisen brauche ich, das sind jetzt keine Soldaten mehr. Ich glaube, es gibt Tastenkombinationen, um die hier auszuwählen, nur die benutze ich nicht. Ich kenne die auch gerade nicht. Aha, jetzt hat er hier schon. Er hat die Map auch breiter gemacht, sieht man hier. Oh Mann, oh, das sind jetzt schon wieder keine Soldaten. So, ich brauche echt Bauern für mein Kornfeld hier. Das geht so nicht, ich brauche Nahrung. Ich kann sie nicht immer wieder kaufen. Ich hatte schon 84, ich habe 63. Toll. Na, das... Er nimmt die Chance, warum besetzt alle Minen? Macht es viel zu spät. Ja, jetzt hat er auch noch schon das Diplomatiezentrum. Scheiße. Das Diplomatiezentrum, das sind diese Söldner, die er da haben kann. Und ja. Und wenn er die hat, kann er mich sofort angreifen. Beziehungsweise sehr effektiv. Ich habe nichts. Scheiße. Ah, genau, das ist es. Bleibt hier stehen. Und so schnell kann es gehen. Scheiße. Jetzt besetzt er mir auch noch die Minen, die macht er nicht. Ihr seht, das ist echt nicht mein Fall hier. War ja klar, jetzt kommt er damit. Ich nehme jetzt aber eine Formation. Also ganz wichtig, eine Formation. Weil wenn ich eine Formation mit meinen Pikanieren mache, dann sind sie auch deutlich stärker. Und ihr macht mal hier weiter mit der Nahrung, sonst kriege ich nichts. Verdammt, jetzt kommt er auch noch hier. Oh Mann. Ich brauche das Diplomatiezentrum. 4100 Holz. Seht ihr, das meine ich mit der Formation. Er umzingelt mich, das ist ganz klar. Scheiße. Also 4900 Holz. Schnell. 4900 Holz. Okay. So, jetzt habe ich auch gleich das Diplomatiezentrum. Das bedeutet, dass ich gleich auch solche Söldner wie er machen kann. Das sind, ich mache mal. Das ist wichtig, dann bleibt das Feld auch stehen und ich kann produzieren auch gleich 200% mehr Nahrung. Diese Feldkapazität. Aber erstmal brauche ich dafür Holz und Nahrung. Scheiße. Das. Scheiße, es kommt da von oben. Nee, ey.
schießen die nicht mehr, weil sie keine Kohle mehr haben. Jetzt kommt er gleich wieder mit welchen, das weiß ich. Ja, so sieht's aus. Wenn ich jetzt Steuerung gedrückt halte und dann diese auswähle, sind sie weg. Dann spare ich mir das Wegklicken immer. Oder das separate auswählen. Steuerung A. Steuerung gedrückt halten, drücken, dann sind die weg. Oder Steuerung A, Umschalt gedrückt halten, dann nehme ich nur die. Ja, GG. Ich gebe auf. So, jetzt seht ihr, was da passiert ist. Ja, hat einfach viel besser gemacht. Der hat auch breit gebaut, ganz anders als ich. Breiter ist auch besser in dem Fall. Vor allem, da brauchen seine Soldaten keinen engeren Weg. Wenn ich von irgendwo anders kommen würde. Bei mir ist alles eng. Ja. Hier noch schnell die Statistik aus, sieht man ja. Hier, was er alles erforscht hat, auch noch. Viel eher hat er das erforscht als ich hier. So, das war's jetzt erstmal, eine Niederlage. Ich hoffe, demnächst kommen noch mehr Let's Plays. Mit Freunden vor allem und vor allem, was dieses Stronghold angeht. Ich versuch's wirklich, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Also neben dem ja auch eines meiner Lieblingsstrategiespiele. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.